Im Gedenken an unsere Ehefrau haben wir ihr ein kleines Bergwerk gebaut, das gleichzeitig auch natürlich ihre letzte Ruhestätte ist. Hier sieht man die übrigens. Gefällt mir sehr, dass man dieses Detail auch hier zu sehen bekommt auf der Karte. Das hat jetzt aber gar nichts zu tun. Ich wollte euch das nur mal kurz zeigen mit dem, was wir heute machen werden. Die letzte Folge war ja sehr turbulent mit dem Kreuzzug. Unsere Tochter ist quasi jetzt Herzogin von Mallorca geworden. Wir haben ganz viel Geld, Prestige und Frömmigkeit bekommen. Und heute geht es Richtung Salzburg, damit wir uns noch ein paar Domänen sichern können für das neu dann ausgerufene Königreich Bayern. Ich habe mal ein bisschen herumgeguckt in der näheren Umgebung, welches Herzogtum uns der Papst, unser Freund, vielleicht noch oder auf welches Herzogtum unser Papst uns noch einen Anspruch geben möchte. Das wäre zum Beispiel hier oben mit Österreich, wäre das kein Problem. Ich glaube, hier unten bei Verona war das auch noch. Österreich ist ein bisschen schwieriger Kandidat, weil der auch einen Bündnispartner hat, und zwar hier oben Nordgau. Ich würde es aber trotzdem mal versuchen, vielleicht, dass wir dann schneller Nordgau einladen wie er, und dann hat er auch keinen Bündnispartner, weil wir selber haben ja auch ein Bündnis mit Nordgau durch die Heirat unserer Tochter mit dem, ich glaube, der Sohn ist es, vom Herzog von Nordgau. Also wenn wir da den Brief ein bisschen schneller zustellen können, dann schließt er sich uns an und nicht Österreich. Und dann hätten wir hier oben auch noch schön in der unmittelbaren Umgebung ein kleines Herzogtum für uns gesichert. Also ich würde mal fragen, ob oder anfragen, ob wir den Anspruch bekommen. Wird er auch annehmen, Papst Alexander der Mitfühlende, 80 Jahre ist er mittlerweile. Das heißt, bevor der jetzt hier seinem Schöpfer gegenübertritt, werden wir ihn noch mal ein bisschen um den Finger wickeln und werden ihm einen Anspruch auf Österreich abreden. So, das müsste er eigentlich machen. Und währenddessen, jetzt gucken wir mal, 1600 Truppen momentan. Vielleicht, dass wir noch ganz kurz ein bisschen Kriegsvolk uns holen. Nicht zu viel, damit wir noch das Königreich ausrufen können. Es wäre halt auch ganz gut, wir hätten dann auch gleich 500 Gold für das Fürstengebäude hier. Ah, wir können das noch gar nicht machen, weil wir die Burrs noch nicht haben. Okay, dann hat sich das mit dem Fürstengebäude erstmal erledigt. Weil wir die erst freischalten. Oh, die sind noch weit entfernt. Okay, wir sind aktuell bei den Hufeisen drin. Das dauert noch 7 Jahre. Kriegssattel noch 5 Jahre. Ja, da sind die Burrs, sind ein Projekt dann für unseren Sohn Timo. Gut, das heißt, wir müssen jetzt auch gar nicht mehr dieses Geld auf dem Konto halten. Das, ne, Inflation und so weiter kennt man ja mittlerweile. Das heißt, wir müssen da auch gar nicht jetzt sparen. Und wir werden uns jetzt nochmal Truppen holen. Was hat denn Salzburg für Kriegsvolk? Salzburg hat Pikeniere, gepanzert und Mangonellen. Gepanzert können wir schon mal ganz gut kontern mit unserem leichten Kriegsvolk hier unten. Und die Pikeniere können gekontert werden von, das weiß ich natürlich auswendig, ich glaube Bogenschützen, oder? Lasst mich mal kurz nachgucken. Die Pikeniere. Pikeniere kontern Reiterei natürlich. Von was werden die jetzt gekontert? Von Bogenkämpfer? Die Plänkler. Nee, das sind die Leichten. Leicht gegen schwer. Bin ich doof? Gepanzert? Ah, von den gepanzerten Einheiten. Das heißt, wir haben ja auch 300 gepanzerte Einheiten. Das heißt, wir sind hier schon mal ganz gut aufgestellt. Also wir könnten uns nochmal gepanzerte Einheit holen. Oder wir gucken mal nach Österreich, was der hier für Kriegsvolk hat. Der hat nämlich ein bisschen mehr noch. Der hat ja auch die Bogenkämpfer. Die Bogenkämpfer, jetzt habe ich gerade eben nachgeguckt. Die Bogenkämpfer werden von den Reitern gekontert. Reiter habe ich aktuell gar keine. Mich nervt immer noch ein bisschen, dass ich hier zweimal schweres Kriegsvolk drin habe. Weil wir das durch das Erbe erhalten haben, wenn ich mich noch richtig erinnere. Aber von wem habe ich das geerbt hier? Kann ich euch leider nicht mehr sagen. Irgendwie ist das reingerutscht und jetzt blockieren die quasi 2 Slots, obwohl wir bei weitem noch nicht am Maximum angekommen sind. Also wir könnten theoretisch jetzt hier auch einmal das gepanzerte Kriegsvolk rausnehmen. Ich glaube, wir machen das auch. Wir nehmen das mal raus.
und packen jetzt hier, ich denke mal, die Reiterei noch mit rein. Es wird demnächst freigeschaltet. Ich glaube, die schweren Kriegs... die schwere Reiterei, die gepanzerte Reiterei. Vielleicht, wir werden uns mal den Slot freihalten und stattdessen werden wir noch zweimal schweres Kriegsvolk uns holen und vielleicht zweimal leichtes Kriegsvolk, kostet 45 und dann noch einmal die Schwerträger. Okay, das reicht erstmal. Wir warten noch, bis die jetzt vollzählig sind. Und dann geht's nach Salzburg. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht in der Zwischenzeit. So, Dankeschön für den Anspruch, mein bester Freund. Ich habe dich sehr lieb. Das war eine weise Entscheidung damals, dass wir hier dich eingeladen haben zu unserem Fest. Das war, glaube ich, die beste Entscheidung, die ich jemals in einem Crusader Kings 3 Durchgang gemacht habe. Einfache Weiden in Innsbruck wurden gebaut. Die einfachen Weiden in Innsbruck bringen uns... Wo sind sie? Da sind sie 0,2 pro Monat. Nochmal Aufgebote dazu. Perfekt. So, können wir denn noch was machen? Unsere Tochter kann uns Geld geben demnächst. Das ist schon mal schön. Was können wir denn noch machen? Rechtmäßig einkerkern der Bürgermeister Kasper. Nein, ich wüsste jetzt nicht, was der Bürgermeister Kasper gemacht hat bei uns. Wir werden ihn mal begnadigen. Es ist mir nicht bewusst, dass der uns... Ah, weil er exkommuniziert ist wahrscheinlich. Komm, wir werden ihn mal begnadigen. Auch wenn ich ihm, glaube ich, beim letzten Mal... Auch wenn ich ihm beim letzten Mal noch gesagt habe, er muss vielleicht mal eingesperrt werden, aber egal. Wir haben ganz viele Leute. Graf Otto III. Von Regensburg, der sehr sauer ist. Kann ich mir gar nicht erklären, wieso der hier oben so sauer ist. Wahrscheinlich, weil wir irgendwann mal ihm den Titel abgenommen haben. Ach, da ist eine ermordete Familie mit dabei. Das ist natürlich schon auch verständlich. Das ist natürlich auch verständlich. So, na gut. Schwabenkrein Thüringen wäre noch mit dabei. Also, wir könnten theoretisch nochmal unser Glaubensoberhaupt um einen Anspruch fragen, aber wir wollen ja jetzt nicht übertreiben. So, Auszeichnung wiederherstellen, das wollte ich mir eigentlich auch noch anschauen. Ne? Ich wollte mir das eigentlich noch anschauen, ob wir da noch was machen sollen. Wo waren die hier? Hier. Wir haben ja jetzt hier unsere Ritter. Ich glaube, das sind jetzt neue Auszeichnungen, die wir machen könnten. Oder wir stellen die alte mal wieder her. Das kostet uns ein bisschen Prestige, 125. Und damit müsste das hier oben wieder auftauchen, oder? Wir wählen mal den Negomir. Taktiker. Die Ansicht ist immer noch ein bisschen seltsam. Da würde ich mir wünschen, dass das einfach ein bisschen... Dass das ein bisschen besser läuft. Kriegsführung, Lebenswandel bringt uns ja gar nichts. Fels. Das ist alles noch etwas rudimentär. Ich habe das Gefühl... Oh, Reisesicherheit. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, das ist so über kurz oder lang, kurz oder schnell hier eingepflegt worden in den großen DLC noch. Wir nehmen mal den Fels hier rein. Weil sich das alles noch sehr, sehr... seltsam steuert auch hier. So, Wackerer. Kann ich den Wackerer hier rausnehmen und hier oben reinsetzen als Hauptattribut? Weil Wackerer gibt uns hier oben gleich mal Armeeschaden, wie man hier sieht. Und dann würde ich hier unten einsetzen. Ja, nicht die Kriegsführung, sondern hier unten dann, ich glaube, der Fels war es. Für die Reisesicherheit. Ja. Dann machen wir das so. Und wir nennen die Auszeichnung ein Fels in der Brandung. So. Wunderbar. Also so schön dieses System ist, dass man das macht, irgendwie ist es für mich noch nicht wertig genug, dass, ob das jetzt drin ist oder nicht, mir fällt das auch gar nicht auf so richtig. Das müsste noch ein bisschen überarbeitet werden, denke ich mal. Nachfolger ist momentan keiner da. Oh, wir können einen rekrutieren. Nee, komm, ich investiere jetzt kein Geld.
Und dann gucken wir mal, dass wir hier... Wieso fängt er jetzt mit dem Nebenattribut an, hier unten bei 1? Ich dachte eigentlich, mit dem Hauptattribut fängt er an. Armeeschaden. Reisesicherheit, Armeeschaden. Egal, komm. Ich glaube, das passt jetzt. Wir haben jetzt Armeeschaden 10%. Nee, doch, fängt er doch mit dem ersten an hier. Es ist noch sehr verwirrend. Könnt ihr mir mal ja in die Kommentare schreiben, wie euch dieses Auszeichnungssystem gefällt. Aber ich finde es allgemein noch sehr verwirrend und das müsste noch ein bisschen anders gemanagt werden. Das ist noch ein bisschen zu sehr durcheinander. So, unser Hasenfell. Das ist immer noch kaputt hier. Kann man das noch reparieren jetzt hier? Sollen wir das reparieren? Ich weiß es ja auch nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Für ein bisschen Prestige und Hofpracht, was wir aktuell noch nicht nutzen können. Es wird halt eines der ersten Dinge neben unseren Bannern sein, die wir hier entsprechend dann, in unseren Königshof packen werden. Können wir denn? Achso, wir können nur. Ich habe kein Zeugwart, ne? Ich kann das nicht reparieren? Achso, neue Schmieden geht nur mit Zeugwart, reparieren geht immer 38 Gold. Komm, ist mir ehrlicherweise nicht wert. Wir haben andere Dinge. Wir müssen erstmal jetzt gucken, dass wir hier unser Königreich ausrufen. Wir können auch noch ein Bündnis machen mit der Hildegard. Die müsste uns dann eigentlich zu... Oh Gott. Das ist ja sehr erbärmlich hier. Müsste uns eigentlich zu Hilfe kommen, weil sie ja außerhalb unseres Reiches ist. Das heißt, die gilt dann als regulärer Bündnispartner. Aber gut, 176 ist natürlich, geht so, ne? Das geht so. So, Erbe wird Titel erben. Oh, der Timo würde Mallorca erben, wenn unsere Tochter jetzt sterben würde, tatsächlich. ich guck mal eben. Moment, das Reich verliert Land, falls Graf Thibaut von Geisenhausen den Titel Herzogtum von Mallorca erbt. Ach so, der würde dann weggehen, ne? Der würde jetzt weggehen. Aber wenn er dann erben würde, dann würde er wieder da sein. Also theoretisch, nur ich, ne? Also, geht nicht, leider nicht. Was heißt hier leider? Du Schuft! Natürlich werden wir nicht unsere Tochter jetzt ermorden, nur damit unser Timo hier einen weiteren Herzogtumsanspruch bekommt und auf Malle feiern kann. Natürlich nicht. Was sind das denn für dunkle Gedanken, die einem hier durch den Kopf wehen? Das geht natürlich nicht. So. Ah ja, wie ich mich auch schon wieder verquatsche. Jetzt ist die Hälfte der Zeit schon wieder rum. Bündnis ist da und wir wollten eigentlich Salzburg angreifen. Ne? Der würdige Hearthgate von Leibnitz kann eine Auszeichnung erhalten. Oh, dann schauen wir jetzt mal rein. Wenn wir den jetzt hier als Nachfolger... Nee. Ich dachte, der kommt als Nachfolger in Betracht, aber ich glaube, der kann jetzt einfach nur hier wieder rein. Na komm, wir machen das jetzt nicht. Wir wollen Salzburg angreifen. Wir müssen noch warten, bis die Truppen voll sind. Bei einer Reise durch die Grafschaft von Frontenhausen stoße ich auf einen behelfsmäßig wirkenden Stand am Straßenrand von Heilika. Wir sollen ein religiöses Symbol, ein Kreuz kaufen. 85 Gold. Ich bezweifle sehr, dass für diesen Stand Steuern abgeführt werden. Reißt ihn nieder! Volksmeinung in Frontenhausen. Können wir mal ganz kurz gucken, wie in Frontenhausen so aktuell die Stimmungslage ist. Ja, die ist null. Ist gar nicht mal so schlecht. Oh Gott, wie alt ist die? Ist das ein Mädchen hier? Nee, 31 Jahre alt. Nicht, dass wir den Limonadenstand eines kleinen Mädchens abreißen. Aber das Geld wäre schon noch ganz gut. Wir bekommen auch ein bisschen Schrecken. Wir sind ja eh, also, ne? Die Werte deuten schon mal darauf hin. Komm, wir holen uns die 45 Gold jetzt. So. Ah, die minus 10, das ist okay. Graf Otto ist nicht beeinflusst, okay. Der ist aber eh schon ganz gut beeinflusst. Jetzt gucken wir mal kurz rein. Wir sind schon auf dem neuesten Stand. Leute, wir können schon Krieg führen. 2300. Jetzt, wenn alles gut läuft, können wir hier... Ja, wir können ja ohne Probleme, können wir ihm auf alle Fälle alleine den Krieg erklären. Das heißt, hier oben Nordgau könnte dann Richtung Österreich mitlaufen.
wenn er noch genügend Meinung von uns hat. Können wir mal noch schnell schauen? Die Meinung ist null. Das müsste reichen, damit er mitkommt. Damit er mitkommt in den Krieg, später dann gegen Österreich. Aber wir verbessern trotzdem mal die Meinung. Sicher ist sicher, ne? So, jetzt gucken wir mal. Geld hat er nicht viel. 1300 hat er. Fürsterzbistum von Salzburg gehört natürlich uns. Wir müssen ein bisschen Frömmigkeit bezahlen. Das ist leider so bei diesen Domänen. Es könnte sein, dass wir dann nicht mehr genügend Frömmigkeit haben für einen neuen Anspruch. Aber ich glaube, wir haben unser Anspruchskontingent schon ganz schön gut ausgereizt in diesem Leben. So, Krieg erklären. Wir bringen unsere Truppen wahrscheinlich direkt nach Salzburg, allerdings mit etwas Abstand hier. So, erstmal ausrufen die Truppen. Dann erstmal, ja komm, Graf Otto der Dritte von Brixen, der führt natürlich die Truppen an. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, wo läuft er denn hin? Runter nach Kärnten. Er bleibt hier oben stehen. Wir haben hier, uiuiui, wir haben ja alle Boni, die das Spiel zu bieten hat. Da muss er aber jetzt eigentlich sowas von flüchten, ja. So. Oh, unser Rittergraf Otto wurde verwundet von Bürgermeister Otto. Das tut mir natürlich sehr leid, dass jetzt hier Graf Otto von Brixen verwundet wurde. Das war nicht meine Absicht. Aber das bringt der Krieg nun mal mit sich. Ich hoffe natürlich, ich sende ihm die besten Wünsche. Die besten Genesungswünsche. Auf dass er wieder gesund wird. Wir wollen natürlich, dass er auch wieder hier bei uns am Hofe unterwegs sein kann. Kammersberg wird belagert, gefangen genommen. Bürgermeister Otto von Laufen. Eigentlich müssen wir den gleich hier rekrutieren, weil er sich so gut geschlagen hat gegen den Brixen. Wenn das der gleiche ist. Der wäre sogar Pionier. Aber er ist schon 66 Jahre alt. Na gut, also wir gehen mal nach Salzburg und werden dort belagern. Ich schlendere durch die Marktstände von Innsbruck. Was macht der Papst hier? Und eine schwere Geldbörse zieht mein Gürtel nach unten. Wie setze ich die Münzen ein? So, was? Ich bewundere die Waren eines örtlichen Juweliers. Herausragende Intarsien sind eine solide Investition. Als mein Freund Papst Alexander plötzlich an meiner Seite steht. Was zum Henker? Wie? Muss man sich vorstellen, ne? Wir schlendern als Herzog zum einen schon mal durch einen Markt und dann steht auf einmal der Papst neben uns und niemand bemerkt das, oder wie? Seht euch die Schmiede dort drüben an. Er gibt uns auch noch einen Ratschlag, dass wir in eine Schmiede investieren sollen. Müsste man meinen, eigentlich sollte er uns einen Ratschlag geben, dass wir in die Religion investieren sollen, oder? Wir sollen vielleicht mal an Rom spenden oder so, aber nein. Wir sollen in eine Juwelierwerkstatt investieren. Für mehr Prestige, Besitztumssteuern in Innsbruck, das wäre gar nicht schlecht. In eine Schmiede, 20% Besitztumssteuern. Hier oben sind es 10. Wieso sollte ich in die Juwelierwerkstatt investieren? Ah, Armee-Goldunterhalt hier unten auch noch. Hier oben gibt es Prestige. Ja, wir investieren mal in die Schmiede, oder? Wie uns... Ach, der Papst rät uns aber, in den Juwelier zu investieren. Nee, wir investieren mal in die Schmiede. 60 Gold. Was macht denn der Papst jetzt hier oben plötzlich? Also, schön und gut. Ich freue mich natürlich, dass ich ihn sehe. Aber eingeladen hat ihn niemand. So, Belagerung Tuste, wir ein Pionier. Aber wir haben noch Graf Girolamo, der hier die Belagerung starten kann. 8 Monate. Wo sind die Truppen? 756 Truppen hier unten. Sind bei 27%. Was wir machen ist, wir werden gleich mal kurz halbe-halbe machen. Und in Berchtesgaden oder Schaumberg belagern. Es ist egal, wo wir belagern. Ist beides mal Stufe 2. Wir bringen dich mal nach Schaumberg. Können wir schon mal anbelagern. Ich glaube nicht, dass Salzburg alleine, wenn wir nicht Glück haben, reicht, um hier
auf die 100% zu kommen. Mal schauen, was er macht. 756, ob er hier rüberläuft. Oder ob er jetzt hier belagert. Okay, er läuft hier rüber. Das wird jetzt ein bisschen fraglich. Er wird wahrscheinlich hier reinlaufen, oder? Richtung Salzburg wäre mein Tipp. Dann müssen wir noch kurz unterstützen. Ja, er läuft hier rein. Das heißt, wir müssen mal hier den Brixen wieder reinsetzen. Und wir werden hier mal kurzerhand... Wir brauchen für die Belagerung 300. Wir werden mal kurz halbe machen. Und zur Sicherheit nochmal eine Einheit dann hier reinschicken. Ich meine, ich denke, wir schaffen es auch mit den 1000. Naja, läuft außen rum, okay. Er bleibt erstmal stehen hier, okay. So, ein weiterer Vorzug ist wählbar. Wir sind ja erst hier rüber zum Steuereintreiber. Jetzt gehen wir wieder nach Habgierig. Monatlichen Einnahmen im Krieg wäre momentan schon mal ganz nett eigentlich, ne? Nehmen mal die 10%, das lohnt sich momentan. Wir haben nochmal Gefangene gemacht, die wir eventuell dann gleich verkaufen. Bürgermeister Otto für 30 Gold. Hildegard hat noch nicht genügend Geld. So, du bist fertig. Dann würde ich sagen, wir bringen euch mal zusammen und wir greifen ihn jetzt nicht an. Er steht hier auf dem Berg. Wir schauen mal, ob er runtergeht, um die 500 anzugreifen. Da könnte man doch hier gleich noch den Belagerungsmenschen zumindest reinsetzen. Auch wenn wir hier die Mangonellen nicht drin haben. Aber jetzt hat er sich quasi runtergewagt vom Berg. Was uns ganz gut in die Karten spielt jetzt. Und wir erwischen ihn sogar noch. Schön in die Falle gelaufen. Befehlshaber Udalrich wurde von Kitzbühel verwundet. Okay. So, damit sind wir bei 100%. Wir werden hier oben noch fertig belagern und noch verkaufen, um etwas Geld herauszukitzeln. So, also. Bürgermeister Berengar kann uns 30 Gold geben. So, das reicht. Hat noch irgendjemand Geld, das er uns geben möchte aktuell? Das heißt, wir machen hier Frieden, holen uns das Fürsterzbistum von Salzburg. Und wer ist jetzt hier drinnen aktuell? Das hier ist Fürstbischof Hartwig von Salzburg, ist das? Der ist jetzt nur noch... Der ist jetzt nur noch Graf. Er ist etwas... Er hat ein paar mehr graue Haare jetzt bekommen. Und ein paar mehr Furchen im Gesicht. Auch gleich offenbar krank und gebrechlich geworden, der Arme. Abscheulich ist er noch, okay. Na gut, also der wird jetzt sowieso nicht mehr so lange bei uns sein. Er hat keinerlei Nachfolger. Ich gehe mal davon aus, dass dann einfach ein neuer Bischof hier eingesetzt wird, sobald der dann stirbt. Gut, das heißt für uns, wenn wir nochmal ganz kurz kontrollieren, bevor die Folge zu Ende ist. Meine lieben Freunde, ich darf verkünden, es stehen glorreiche Zeiten bevor. Das Königreich Bayern kann ausgerufen werden, aber natürlich erst in der nächsten Folge.